So Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute ein etwas anderes Video. Ich weiß, das sage ich relativ oft, aber es ist ein wirklich spezielles Video. Vor ein paar Wochen, vielleicht mittlerweile sogar schon Monaten, es ist relativ lange schon mittlerweile her, habe ich die 100 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Ich möchte euch einfach ganz kurz, bevor das Video losgeht, einmal Danke sagen. Ich finde es wirklich krass, wie der Support in den letzten Videos aussah. Besonders im letzten Video ist es wirklich immer sehr, sehr krass gewesen. Es ist gerade vor etwa einer Woche online gekommen und ist bis jetzt mein am besten performendes Video, das ich jemals hochgeladen habe. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Videos man anlässlich des 100 Abonnenten-Specials machen könnte, und ich habe ein paar wirklich gute Ideen gehabt und auch ein paar nicht so gute Ideen oder Ideen, die ich nicht so gut umsetzen kann. Wie auch immer, ich habe versucht, das, was ich gerade machen kann bzw. möchte, zu machen. Ganz kurz einmal. Ihr habt gesehen, dass ein paar Mal es vorgeschlagen wurde, einen Mock-Contest zu machen. Da möchte ich was sagen. Gerade wahrscheinlich eher nicht, vielleicht in naher Zukunft. Da müsst ihr einfach mal schauen, ob da vielleicht auf Instagram oder auf YouTube irgendwas zu gesagt wird. So, und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit meinem Malediven-Vlog an. Gerade bin ich in der Besenkammer meines Ostflügels. Und wenn ihr da hinten euch diese Tür anschaut, da gehen wir jetzt durch und dann zeige ich euch mein Lego-Zimmer. Beziehungsweise mein Zimmer, und ich zeige euch die Lego-Bereiche. Ich habe kein eigenes Lego-Zimmer. So, ich starte mal mit meinem Schreibtisch. Ihr seht meinen PC, an dem ich dann die ganzen Videos schneide. So, für die, die es interessiert, ich schneide meine Videos mit DaVinci Resolve, und zum Aufnehmen, zum Beispiel von dieser Tonspur, nutze ich gerade OBS. Das sind beides kostenlose Programme, und das empfehle ich auch jedem. Was ich auch jedem empfehle, ist, wie ich, mein Handy zu benutzen, um aufzunehmen, weil ihr das eh habt. Wenn wir einmal rechts rüber gehen, ist hier mein neues Building Setup. Es ist noch nicht ganz fertig, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter dran arbeiten. So, einmal habe ich hier meine ganzen imperialen Star Wars Figuren. Und hier noch ein paar Steine für das nächste Update und so ein paar größere Plates, die hier gerade rumliegen. Hier zur Rechten sind einfach noch Pick-a-Brick-Becher. Da habe ich wirklich meistens nur Steine drin, die ich in sehr großen Anzahlen habe, wie zum Beispiel diese Teile oder hier unten auch Brick-Separators. Genau, hier habe ich dann einfach, ich glaube, der heißt Kleinteile-Magazine, 3 Stück. Da möchte ich noch ein weiteres von denen oder denen holen. Ihr seht, Ich habe das sortiert, aber einfach nur nach den Teilen und nicht wirklich nach Farbe. Und ihr seht, dann habe ich diese Boxen auch dreimal meistens unterteilt, weil ich einfach so viele Steine habe, aber gleichzeitig so wenig Platz. Ich sortiere so ein bisschen. Hier habe ich zum Beispiel so schwarz und graue Teile, und hier eher dann so alles Mögliche. Genau, hier oben drauf stehen einmal meine ganzen Star Wars Custom-Figuren. Das ist mal ein gedruckte und gedeckelte. Die beiden sind tatsächlich original. Wax werde ich wahrscheinlich irgendwann auseinanderbauen und irgendwie schützen vor Staub und so, damit auch die Beine keinen Druck ausüben und irgendwie Risse entstehen. Hier sind ganz viele Custom World War II Figuren und 2 Panzer, die ich gebaut habe. Und dann sind hier noch Mandalorianer, ein Speeder, den ich gebaut habe, und einfach so ein paar Figuren, die ich ganz cool fand. Und aus dieser Sicht starte ich die meisten Videos. Und zwar seht ihr es hier einfach, meine Stadt. Da brauche ich auch, denke ich mal, nicht weiter drauf eingehen. Hier drunter sind einfach noch so ein paar sortierte Kisten. Da sind wirklich verschiedenste Sachen drin. Hier sind teilweise so halbe Autos drin. Ich habe einfach, wie gesagt, viel zu wenig Platz. Es sind hier diese Fallschirme aus irgendwelchen City-Sets drin. Oder auch super auf so große Teile, für die ich einfach absolut keinen Platz habe.
Wenn ich dann hier hingehe, habe ich hier unten zwei Mocks stehen. Die Belichtung ist gerade wirklich schlecht. Falls ihr die genauer sehen möchtet, dazu habe ich eine Building-Serie auf YouTube auch gemacht. Und zu diesem Mock habe ich Fotos auf Instagram hochgeladen. Also falls ihr euch das genauer anschauen wollt, schaut gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. So, hier oben habe ich so ein paar Sachen hingepackt, wo ich nicht weiß, wo ich das sonst hinpacken soll. Hier sind einfach so ein paar Speeder und E-Web Blaster aus dem Snowtour Battle Pack. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Da seht ihr, wie ich die modifiziert habe. Dann habe ich hier noch den TIE Fighter, den habe ich auch ein bisschen modifiziert. So wie eigentlich so ziemlich jedes Set, das ich habe. Hier habe ich den neuen AT-AT, den habe ich auch modifiziert. Das ist so ein Muster bei mir. Immer wenn ich Sets kaufe, modifiziere ich die eigentlich so weit, wie es geht. Falls ihr einfach wissen wollt, wie ich den größtenteils modifiziert habe, ich habe relativ viel tatsächlich von Brick Story übernommen und auch ein paar Sachen hier zum Beispiel, das habe ich selber gemacht oder im Innenraum habe ich ein bisschen was selber gemacht oder auch wie man das Dach ab und durch ein bisschen umgebaut. Dann habe ich hier den AT-ST, den neuen, der steht hier auch einfach rum, habe ich auch modifiziert und ein paar Figuren. Hier sind zwar auch so ein paar Figuren, für die ich einfach keinen Platz habe, die liegen hier gerade rum. Viele kommen aber wahrscheinlich einfach in die Stadt rein. Dann habe ich hier noch so ein paar Sachen für die Stadt vorbereitet. Habe ich einfach so einen Baum, wie so diese Lego-Würfel, wo ich nicht weiß, wo ich die hinpacken soll. Und einmal die Fernbedienung für den Zug. So, und das soll's mit diesem Video gewesen sein. Ich möchte mich einfach nochmal für die 100 Abonnenten bedanken und es sollte bald auch wieder dann ein Stadtupdate kommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, jede Woche ein Video hochzuladen. Das ist jetzt die letzten Monate oder vielleicht schon das letzte Jahr eher relativ schwierig gewesen. Sei es jetzt aus Content-Gründen, dass ich einfach keine Steine habe oder grundsätzlich kein Content, über den ich irgendwas machen kann, oder dass ich keine Zeit habe, was auch in den nächsten Monaten bzw. Jahren etwas schwieriger und verstärkt vorkommen wird. Aber wie auch immer, ich hoffe, euch gefallen meine Videos trotzdem, auch wenn sie nicht so regelmäßig sind. Ich versuche, dass die dann wenigstens etwas länger und vielleicht auch aufwendiger sind und es scheint euch auch zu gefallen. Es freut mich auch immer, wenn ich nicht nur zu dem Content positives Feedback bekomme, sondern auch zu meinem Schnitt oder ähnlichem. Wie auch immer, das soll es dann, wie gesagt, mit diesem Video gewesen sein. Habt einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao.